Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Video auf diesem Kanal. Wieder mal Yu-Gi-Oh! GX Tag Force für die PSP. Und wie ihr hören könnt, laggt es immer noch. Ich weiß nicht, woran es liegt. Auf jeden Fall, das letzte Mal haben wir ein paar Karten gekauft und nochmal gegen Jane duelliert. Ich bin jetzt ins Zimmer direkt schon mal zurückgegangen, weil wir gleich den Tag überspringen. Und mir ist aufgefallen, wir brauchen für Jane jetzt noch 2 Herzen. Das andere Herz haben wir letztes Mal scheinbar aufgefüllt bekommen. Also machen wir einfach direkt Ende des Tages. Springen wir zum nächsten Tag. Eine E-Mail. Okay. E-Mail von Jaden. Ah, okay. Wieder etwas. Okay, es gibt etwas, über das ich mit dir sprechen muss. Heute Nachmittag um 4 Uhr. Komm zum Strand. Ich warte dort auf dich. Perfekt. Was für eine Duellregel gibt es denn heute? Das frage ich mich. Achso, ja gut, warte mal, gehen wir erstmal hier hin. Ich hoffe mal, wir haben noch Sandwiches. Ja, haben wir noch. Kriegst du das? Ne, ich gebe ihm das Scheibenkäse und Sandwich. Wow. Er scheint dich zu mögen. Super, dann gehen wir jetzt noch einmal zu Jane zurück, reden mit ihm und ja, gehen dann zum Unterricht. Und ich muss niesen. Sorry, Leute. So. Hey, Jaden. Warte mal, wie sollte ich jetzt schon das Ausrufezeichen? Oh, hi, Coron. Coron, kannst du die Geister von Duellmonstern sehen? Ja, manchmal, wenn ich K.O. bin. Du wirst es mir vielleicht nicht glauben, aber ich kann sie tatsächlich sehen. Hey, vielleicht kannst du dann meinen Partner, geflügelter Kuribo, sehen. Ja, manchmal. Aber okay, wir können nicht mit ihm reden. Ich hätte jetzt mit Cyrus und Coron reden können, aber egal. So, Klassenzimmer. Lysai, wo warst du denn das letzte Mal? Ich wollte gegen dich spielen. Egal. So, bis 8 Uhr durchmachen. So. Oh, Miss Fontaine. Guten Morgen, Kinder. Hä? Hält heute nicht Professor Charter den Unterricht? Oh. Er hat 10 Tage altes Curry gegessen und ist krank geworden. Das ist typisch für Professor Starter. Hä? Er hieß doch Satyr. Professor Satyr. Wieso steht da Starter? Genau. Ach so, die machen das extra. Okay, das habe ich jetzt erst verstanden. Genau, Professor Smarter liebt sein Curry. Er heißt Professor Satyr. Charmely, hast du gerade irgendwas gesagt? Ich habe gar nichts gesagt. Hä? Die heutige Lektion ist damit beendet. Mal wieder was Neues. Das hat man noch nicht. Und wenn Alexis gerade so schön hier steht, reden wir mit ihr doch gleich mal. Oh, Coron. Oh, Pharao. Sie ist ziemlich denklich. So. Boom. Und weiter geht's. So, zum Strand. Da unten. Wo Zane rumlungert. So, wo läuft er denn? Da ist er. Obwohl, bevor wir mit ihm reden, rede ich mal mit Zane. Oh, tut mir leid, ich dachte gerade an meinen Bruder. Wow. Pharao, worüber willst du reden? Die Akademie. Hörst du mir zu? Ja, das tue ich. So. Hey, Jaden. Hey, da bist du ja. Hör mal, ich wollte mit dir über was reden. Lass mich ausreden, okay? Warte mal, das ist jetzt was anderes. Okay. Wir haben uns gut unterhalten, mein Freund. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Das war's? Danke für den heutigen Tag. Okay. Das ist auf jeden Fall interessant. Moment, dann gehe ich direkt in unser Dorm zurück. Da will ich nämlich direkt was nachgucken.
So, in unseren Raum zurück. Was hat das gebracht? Was will ich jetzt sehen? Und nur ein ganz kleines bisschen tatsächlich. Ha. Wenn das schon extra ein Event ist, habe ich eher gedacht, dass das ja ein bisschen mehr bringt. So, um es einfacher zu machen, die letzten zwei Herzen zu füllen oder so ein Quatsch. Na gut, ich habe nichts dagegen. Was soll man denn jetzt machen? Ich gehe mal zum blauen Schlafsaal. Ich will mal gucken, ob wir. Obwohl, nee, warte mal. Sehen ist ja nicht mehr da. Wieso stehen die hier so im Regen? Egal. Ich wollte nur gucken, ob hier einer der Lehrer rumsteht. Aber scheint nicht der Fall zu sein. Mann, ich wollte gegen Laios halt duellieren. Das ist uncool. Aber wieso stehen die hier so im Kreis? Und ich habe mit keinem von denen bisher geredet, scheinbar. Ich bin Saidina. Ich bin der Anführer der 6 Attribut-Deckmeister. Ich bin auch bekannt als Meister Saidina. Kennst du Best Shimizawa? Er belegt beim schriftlichen Test immer den ersten Platz. Ich kann den Kerl nicht ausstehen. Wenn jemand auf dem ersten Platz glänzen sollte, dann ich. Aber der wagt es, mich jedes Mal zu übertreffen. Ich kann das nicht mehr ertragen. Okay. Ach, das war der Typ, der heißt. Lol. Egal. Ich bin Truly. Ich bin einer der 6 Attribut-Deckmeister. Findest du mich attraktiv? Ah. Nur Wasser hinzufügen. Ich bin auch bekannt als rasende Truly. Okay. Findest du Dr. Valens Dual Disc ist seltsam? Das liegt an dem Duellmantel. Jeder mit guten Noten kann einen bekommen. Warum dann niemand einen trägt, fragst du? Tja, vielleicht bleiben manche Fragen besser unbeantwortet. Weil die nicht besonders cool aussehen oder so. Komm mal mit. Ja, schön. Hä? Oh, Mann! Nein! So, jetzt rede ich aber mit der Dame, oder? Aha, du siehst federleicht aus. Ein Windstoß und du bist erledigt. Ich bin Celia. Ich bin einer der 6 Attribut-Deckmeister, die Herrin der Winde. Oder des Windes, was auch immer. Ich bin auch bekannt als stürmende Celia. Diese Insel liegt im Pazifik. Die Natur ist vielfältig und das Meer wunderbar. Aber am wichtigsten ist diese herrliche Brise. Ein guter Ort für Duelle und auch um Urlaub zu machen. Okay. Reden wir mit ihm. Ich bin Brown. Ich bin einer der 6 Attribut-Deckmeister. Ich bin der Anführer der Schatten. Ich bin auch bekannt als Einsam Brown. Besser wäre gewesen der einsame Brown, aber gut. Hey, sieh mich nicht so mitleidig an. Übrigens, du kennst Jane Yuki, oder? Angeblich kann er die Düfte eines Duells riechen, ach so. Aber ich frag mich, was genau das sein soll. Vielleicht kann er andere Duellanten ausspüren, aber selbst er kann jemanden wie mich nicht ausspüren. Okay, Brown. Guten Tag. Ich bin Rock. Ich bin einer der 6 Attribut-Deckmeister. Wenn ich in Fahrt bin, kann mich niemand aufhalten. Ich bin auch bekannt als vorstürmende Rock. Das ist aber ein männlicher. Egal. Irrelevant. Was? Du hast nie von mir gehört? Schon klar. Du bist ja neu hier und so. Schon all die seltsam aussehenden Leute gesehen? Der Typ, der wie ein Koala aussieht, der die Blonde mit dem komischen Klamotten? Meinst du Crawler? Alle möglichen Leute, oder? Ich habe mal nachgedacht, vielleicht könnte ich meinen Look auch auffälliger machen. Aber ich finde nichts, was zu meinem Stil passt. Was soll ich nur machen? Kleb dir ein paar Steine an den Kopf. Ist doch perfekt für dich. So. Ich bin Dante. Huiuiui. Ich bin einer der 6 Attribut-Deckmeister. In mir brennt ein Feuer. Wie bei keinem anderen. Ich bin auch bekannt als flammende Dante.
Okay, heizen wir diese Party mal etwas an. Brennt, Duellanten, brennt. Kennst du den Vulkan auf der Insel? Also, den Fuß des Vulkans muss man gesehen haben. Das heißeste Ort für Duelle, findest du nicht? Okay, jetzt haben wir alle mit den Attributdeckmeistern geredet. Okay, interessant, die kannte ich noch gar nicht. Und ich habe direkt Lust, gegen Dante ein Duell zu machen. Du bist so heiß auf ein Duell, dass du vergisst, was es heißt, mich herauszufordern. Natürlich nehme ich an. Lass uns duellieren. Ich glaube, ich weiß schon, wie ich die Folge nennen werde. So. Nice. Wir möchten Second gehen. Wir möchten nämlich angreifen können. Die Sache ist, da wir ein Wasserdeck haben und Sternenboy, haben wir mehr oder minder einen Vorteil, was ATK angeht, weil Sternenboy reduziert seine Angriffspunkte und steigert unsere. Also wenn er wirklich ein Feuerdeck spielt, was ich erwarte. Und er wird wahrscheinlich nur Monster von Feuerattribut geben, benutzen. Weiterer Vorteil ist, dass viel der Feuermonster um diese Zeit noch scheiße sind. Ich meine, es gibt eigentlich nichts wirklich krasses an Feuermonstern. Ich guck mir erstmal, was er da verdeckt hat, an. Was? Seal? Er spielt Wächter? Aber dann wahrscheinlich nur den Seal. Also nur den einen Wächter. Weil die anderen, die haben jeden anderes Attribut. Komm, beginnen wir direkt mit dem 7-farbigen Fisch. Mal sehen, was er verdeckt hat. Also ich würde ein Burn-Deck eigentlich eher erwarten bei ihm. Deswegen kommt nichts, okay. Da bin ich echt mal gespannt, was genau er spielt. Also ein Feuerdeck ist klar, aber jetzt, ob er jetzt nur Pyro spielt oder auf welche Engine er gehen möchte. Weil wenn er sowas wie Seal spielt, dann spielt er wahrscheinlich Ausrüstungskarten. Aber ja, ist interessant, er hat auf jeden Fall nochmal zwei Karten gesetzt, also das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich spiele jetzt einfach mal Möbius, weil mit Möbius haben wir den Vorteil, wir können zwei Zauber- und Fangkarten von ihm schießen. So, ich hoffe mal, dass er nichts drauf ankettet. Ja, wir möchten noch eine. Ich will extra die zwei, die er gerade gesetzt hat, weil die anderen waren ja bisher nicht gefährlich. Und was war's? Stufenumwandlungslabor. Wähle ein Monster in deiner Hand und zeige es deinem Gegner. Ach so, okay. Dann kann er leichter Tributmonster holen. Mehr oder minder. So, dann setzen wir Roboku noch. Das riecht mir so merkwürdig. Na egal. Also bisher läuft ganz gut. Das freut mich. Also ich glaube, wir werden in der nächsten Zeit mal alle sechs von denen versuchen, Platz zu machen. Das könnte auf jeden Fall sehr interessant werden. Weil wenn die schon da sind und sie sich schon so nennen, wieso sollten wir sie dann nicht auch platt machen? Das war ja nur. Wäre verschwendetes Potenzial, wenn wir es nicht täten. Noch ein menschlicher Schleim. Setzen wir die mal. Greifen einfach mit Möbius an. Ich hoffe mal, er hat nicht irgendwie... Was? Sprengs. Was? Sprenggaukler. Du kannst diesen Effekt nur in deiner Standby-Phase aktivieren. Biete diese Karte als Tribut an, um zwei offene Monster mit einer TK von 1000 oder weniger zu wählen und zu zerstören. Wow, ist die Karte kacke. Ich meine, selbst wenn ich Sternenboy auf dem Feld habe, kann er sie damit nicht zerstören, weil sie dann 1050 hat. Ich meine, Sternenboy ist von den ATK her das schwächste Monster, was ich im Deck habe. Also von den Grund-ATK her zumindest. Sagen wir es so. Okidokli. Stahlhülle, interessant. Komm, spielen wir einfach die amphibische Bestie. Auch wenn ich nicht weiß, was er da verdeckt gelegt hat. Ich hoffe einfach mal, dass es nicht allzu lästiges ist.
So, okay, Stahlhülle. Oh, mystischer Raumtaifun. Okay, habe ich nichts gegen. Mach ruhig. Und irgendwie just for the lulz. Ah, nee. Ah, okay, das funktioniert nur gegen Monster. Okay, dann never mind. Kann ich einfach mit Möbius direkt an. Der ist sowieso so gut wie tot. Das sind jetzt 4800 Schaden, hat er noch 800 Lebenspunkte, also. Was will er bitte schön noch gegen uns tun? Uiuiui, wir sind schon bei 15 Minuten, das geht echt schnell. Ich hoffe mal, dass er uns wenigstens gut Kohle gibt. Wobei, ich bezweifle es eigentlich, weil er hat ein echt schwaches Deck. Auch wenn er so hoch angepriesen ist als Attribut-Deckmeister. Komm. Passiert noch was? Nichts. Ich glaube, das Duell haben wir gewonnen. So. Ah, noch eine Stahlhülle gezogen. Cool. Los, menschlicher Schleim in den Angriffsmodus. Zusätzlich aktiviere ich Stahlhülle. Und rüste damit Möbius wieder aus. Battleface. Attacke! Genau mit 800. Und er kann nichts dagegen tun. Und tschüss, Dante. Okay, das ist angenehm. Unmöglich. Ich bin verloschen. Wie eine nasse Kerze. Man sieht sich. Uiuiui, das war auf jeden Fall ein spannendes Duell. Ich weiß nicht, sollen wir jetzt noch ein Duell machen oder wollen wir... wir sind schon bei 17 Minuten, deswegen lasse ich es erstmal. Alles Interessante sollten wir uns merken, dass die da sind. Dann machen wir in den nächsten Tagen mal Duelle gegen die. Gehen wir in den Laden und... Keine Ahnung. Doch, wir kaufen noch ein paar Karten. So, reden. Willkommen, möchtest du Karten? Ja, natürlich möchte ich Karten. Okay, wir können wieder was für unser Wasserdeck holen. Komm, machen wir das. Vielleicht ziehen wir ja noch ein paar Karten, die wir brauchen können in unserem Wasserdeck. Hatschu! Hatschu! Ups! Es ist nervig, dass ich jetzt oft niesen muss. Okay. Also bisher noch nichts allzu krasses. Cool, ein Baumfrosch. Reparieren, okay. Nee. Tornado-Wand ist noch nett, aber die kriegen wir eher selten gespielt. Ich könnte sie aber ans Side-Deck packen. Und scheint eine Rare zu sein. Okay. Boah, das war's dann erstmal. Gehen wir einfach noch zum nächsten Tag rüber. Vielleicht passiert noch was Interessantes am Ende der Folge. Wer weiß. Apropos, ich könnte eigentlich mal auf den Kalender gucken. Es ist der 31. Das heißt, am nächsten Dienstag ist wieder eine Prüfung. Das sollten wir uns merken. Zeitraffer, Ende des Tages, ja. Und wieder eine E-Mail. Und was ist es? Wieder von Jaden. Lass uns noch einmal reden. Ja, wann, wie, wo, was weiß Obi? Ich will zuerst Pharao holen. Aus Sicherheitsgründen. So, Gegenstand, Krokettencentrisch. Miau. Er scheint sich zu mögen. Ja, natürlich, weil ich ihn jeden Tag füttere. Wieso sollte er mich dann nicht mögen? So. Hallo, danke. Manchmal ist das ein bisschen ungenau. Hey, Jaden. Hey, Gron, du hast heute früh wie ein Baby gepennt.
Wir sind super früh aufgestanden. Wir sind schon für den Unterricht vorbereitet. Du solltest nicht schwindeln, Jaden. Miau. Hey, Pharao. Worüber willst du reden? Duelle. Ich habe gerade gedacht, dass ich mit dir reden will. Ihr habt euch super unterhalten. Nice. Okay. Er hat mir halt keine Zeit oder Datum genannt, deswegen müssen wir jetzt gucken. Nach der Stunde können wir ja nochmal mit ihm reden, auf jeden Fall. Reden. So, ja, ich möchte zum Unterricht rüberspringen. Und wir sind auch schon bei 20 Minuten. Oh, Satir ist wieder da. Gebratener Reis ist kein Curry. Denk daran. Ich hab deinen Stift. Gib ihn zurück, Jaden. Klasse. Seid leise, ihr beiden. Wir sind im Unterricht. Oh, ich wusste gar nicht, dass du hier bist, Bastian. Ich bin immer hier. Du warst hier, Bastian? Fangen Sie nicht auch noch an. Oh, die heutige Lektion ist damit beendet. Huhu. Okay. Suchen wir direkt Jaden auf und reden nochmal mit ihm. Natürlich ist er im Laden, wo denn auch sonst? So. Reden. Nein, nicht Sadie. Goddammit! Ich stehe vor Jaden und er labert einfach Sadie an. Du glaubst also, dass du vor mir das ein goldenes Eis-Sandwich bekommst? Hab ich schon. Hör mal, Sandwich kaufen ist wie Zen, okay? Zen? Man muss sich locker machen. Sie nehmen, wie sie sind, dann ist dir der Sandwich-Gott gnädig. Miau. Hey, Pharao, worüber willst du reden? Hobbys. Hey, ich habe gerade gedacht, dass ich mit dir reden will. Natürlich hast du das. Ihr habt euch super unterhalten. Yay. Ja, okay, dann gehen wir einfach nochmal zum nächsten Tag. Dann speichere ich. So. Mal sehen, ob noch irgendetwas Interessantes passiert. Das interessiert mich nämlich jetzt selbst. Keine E-Mail, okay. Dann speichern wir jetzt einfach mal. Ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr von sehen wollt. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und schaut auch gerne bei unserem Discord-Server vorbei. Link in der Videobeschreibung. Und ich sage dann, ciao, bis zum nächsten Mal.